So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battle Chasers Night War. Wir haben ja ein Südtor, durch das wir durch müssen. Eine imposante Tür, er ist von moosbedeckten Ruinen umgeben. Dahinter liegt ein ausgedehnter Sumpf. Dann nähern wir uns der Tür. So, Südtor Erkundungsbereich. Hier waren wir doch schon mal. Was war das? Das war die Macht des Totenherzes. Wo sind wir? Warum hat sich alles verändert? Nee, Totherz, nicht Totenherzes. Wir sind in derselben Welt, aber in einer anderen Ebene. Durch diese Altäre kann zwischen den Reichen der Lebenden und der Toten... Nicht. Da muss ein Mann zwischen... Kann Mann zwischen den Reichen der Lebenden und der Toten hin und her wechseln? Immer diese Übersetzungsfehler... Sie existieren gleichzeitig, Seite an Seite, den meisten unbekannt. In jeder Ebene sind die Dinge anders. Was in einer existiert, ist in der anderen vielleicht nicht vorhanden. Was für eine seltsame Welt das ist. Gehen wir durch das Tor. Mit jedem Moment, den wir verweilen, wird Destra stärker. Das ist korrekt. Ich empfange mächtige magische Energien weit weg in Richtung Westen. Alumon wartet dort auf uns. So. Wir müssen uns also jetzt hier umsehen. Wir müssen nochmal schauen, ob wir irgendwo diesen Alumon auftreiben können. Und hier gibt es auf jeden Fall eine Menge Zeug. Die Frage ist, was jetzt genau der richtige Weg ist. Oh, eine Truhe. Eine Phantomjacke. Sieht aber aus, als wäre das eine ziemlich... Moment. So. Ja gut, geht Abwehr runter. Geht auch der Schaden hoch? Abwehr geht hoch. So, und Eile. Die dicke Lederweste hat den... Okay, das Ding hat trotzdem einen erhöhten Ausweichwert. Okay, das ist aber auch von Stufe 13 auf Stufe 18. Okay, komm. Dann müssen wir das Ding irgendwann verzaubern. Hat sich schon mal gelohnt, hier hochzugehen, würde ich sagen. Na komm, laufen wir doch mal als Monika rum. Hey, diese Stufen sind neu. Aha. Wir haben irgendwie wenig Ton gerade. Jetzt ist das hier offen, da will ich aber noch gar nicht hin. Ich möchte mich noch umsehen. Okay, es gibt keinen anderen Weg, ich sehe schon. Danke, dass du mich darauf hinweist, Spiel. Na, vielleicht hätten wir uns eigentlich erstmal in Harmsweg ausruhen sollen. Wenn das jetzt ein Dungeon wird, dann... Wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir unsere Fähigkeiten wieder hätten. Ach, jetzt können wir hier wieder aus dem Ding raus. Aha. Ist das Tor jetzt immer noch offen? Yep, ist es. Ah, okay. Und wir können nur in der normalen Version raus, weil ansonsten dieser Fels im Weg liegt. Oh. Meine Armeen noch tot bleiben. Weck sie auf oder schließ dich ihnen an. Vorzeitlicher, wir hatten Besucher auf der Insel. Wir kümmern uns um sie. Gut, du bist raffiniert. Aber für dein Versagen wirst du leiden. Ich versage nicht, Vorzeitlicher. Eine spektakuläre Streitmacht soll sich in Totenwacht für dich erheben. Verus-Soldat. Werden für den Verrat ihres Gebieters büßen. Meine Sklaven für alle Zeiten. Und Bargus wird sie anführen, Vorzeitlicher. Der Schänder. Ja. Tu, was du gesagt hast und töte die Eindringlinge. Gewiss, mein Gebieter.
Du wirst ganz sicher zufrieden sein. Beunruhigend. Konnten wir das jetzt sehen? Naja, das Tor ist jetzt auf. Hallo Wölflein. Oh, Lieselot Nachtwolf. Stufe 16. Oh, er ist direkt natürlich verstohlen. In dem Fall. So, Kraftreserve für alle ist gut. Du hier kannst tatsächlich verspotten. Sehr praktisch. Fügt willkürlich ausgewählten Feinden Schaden zu. Ende der Verstohlenheit, Freundchen. Oh, knapp durch den Schild gekommen. Muss aber nichts heißen. Auch zerrissen, sehr schön. So, der wird jetzt irgendwas vorbereiten. Ach ne, er ist wieder verstohlen. Oh Gott, wo ist er hin? So. Ach, wird er wahrscheinlich gar nicht so kommen. Der ist schon tot. Ach ja, manche Gegner sind aber auch wirklich sehr simpel zu töten. Und jetzt finden wir hier Nachtschatten, Schattenkampfruch, Knochenzahnpilz, Schattenstein. Also ganz neues Material. Okay, wir müssen die ganze Zeit nach links, um zum Ziel zu kommen, aber hier möchte ich mich erstmal weiter umsehen. Was haben wir denn hier? Etwas, das wir nicht benutzen können. Hm. Dann gehen wir erstmal hier lang. Was bist du denn? Brennender Zauberer, Lieselot Nachtjäger, Nachtaugenfledermaus. Du beginnst wieder damit. So, du benutzt einfach mal den abgeschirmten Angriff, weil du es kannst. Schild für alle ist immer gut. So, und Zauberer sind mir immer... Ach, der hat so Dorneneffekt, oder? Flammenkranz, okay. Du machst eine flinke Reinigung auf dich selbst. So. Du hast 20. Dann mach mal eine Feuerbombe. Und du hier verspottest. Oh, Konter. Ach, stimmt, wir können jetzt sogar eine Level... Ah ne, wir können nur bis Level 3 Superkraft aufladen, wir können aber keine Level 3 Superkraft benutzen. Okay. Wir können also einfach eine Stufe extra behalten. So, wir läutern einfach, um das Zerreißen und die Verbrennung loszuwerden. Und du hier. Erdbeben. Und Konter ist aktiv, oder? Riposte wird stärker, wenn sie als nächstes eingesetzt wird. Dann setzen wir doch Riposte ein. Ja komm, sicher, dass der Magier erstmal weg muss. Ah komm, Beschützerlied. Zack. Moment, ich muss mich kurz muten. Es gibt gerade, glaube ich, einen Anruf. Moment.
Okay, da war ich nicht schnell genug, muss ich mir nachher anhören, was da los war. Jedenfalls werde ich heute irgendwie schon den ganzen Tag angerufen von irgendwelchen Leuten. Was wollen die alle von mir? Aber gut. Weg mit dem. Na komm, mal schauen, ob das reicht. Yo. Ach, Gegner mit Flächenschaden sind doch immer wieder schön. Na komm. Overkill für Bonus XP. So, Zeug ohne Ende. Vorpuls linke Schädelnachbildung, was ist das denn? Und hier ein großer Gruppenheilungslokon, sehr schön. Teil des Schädels von der Nekromantin Vorpul, der von der Nekromantin Vorpul, das so genutzt wurde, jenseitige Kreaturen zu beschwören. Er stammt von einer uralten gehörnten Bestie. Ausdauer und Ausweichen. Hat halt keine offensiven Sachen. Überlege ich mal, ob das sich vielleicht... Ja, eigentlich würde sich das theoretisch für Galli lohnen. Weil Angriffsstärke braucht die nicht. Magieabwehr ist zwar nett, aber da ist mir ehrlich gesagt mehr Ausdauer im Sinne von mehr Lebenspunkte und ein höherer Ausweichwert. Boah, das macht 1,7% nur insgesamt. Monika hat jetzt schon über, also jetzt schon knapp 17% mit dem Ding. Bonusschaden, Ausdauer. In dem Fall geht die Angriffsstärke halt runter. Ja, das macht wirklich nur 1,7%. Die insgesamt 141 Ausdauer, ausweichen. Aber trotzdem, insgesamt sind die Stats ganz gut. Ausdauer kann man immer brauchen, Magieabwehr wirkt eben nur gegen Magie. Und was ist das denn hier überhaupt? Kaldios Grab, das sieht nach einem Bonus-Dungeon aus. Ein Erkundungsbereich. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier einiges an Skeletten lauern wird. Dachte ich es mir doch. Kriegen wir die einzeln? Ah, das ist ein Fernkämpfer. Der wird höchstens schießen, wenn er mich bemerkt. Nein. Ha. Daneben. Und doch allein bekommen. Ein Klapperknochenschütze, Level 14. Den sollte ich aber so platt machen können. Und bönk, kaputt. Ich würde jetzt auch gerne mal die Superkraft wenigstens aufladen, um zu schauen, ob irgendwas Besonderes passiert, wenn man die auf Level 3 hat. Wahrscheinlich nicht. Hallo? Ein Marodeur, okay. Der hält wahrscheinlich ein kleines bisschen mehr aus, aber das ist auch ein 2 Level niedrigerer Gegner. Oh, der hält tatsächlich was mehr aus. Okay, dann verspotte den mal. Oh, betäubt. Egal, was er wirken wollte, das wird nichts mehr. Und, ja, hau ihn mal wieder, mein Großer. Und noch ein Chimärenstachel. Blutung, sehr schön. Und du kannst jetzt draufhauen. Dornen, oh, böse. Das heißt, er tut sich jetzt ein kleines bisschen weh, wenn er dich haut. Ganz, ganz schrecklich. Diese Dorneneffekte.
Hallo Skelett. Ein Schütze, der ist in 2-3 Schlägen platt. Zerrissen, das ist schön. Er will irgendwas machen, was auch immer. Und auf wen auch immer. Na gut, den einen Treffer wird, wer auch immer ihn abkriegt, sicherlich aushalten. Vor allem wird er nach dem Kampf sowieso ein bisschen geheilt. Oh, alle kriegen das ab. Ja gut, dann gibt's dafür jetzt richtig auf die Schnauze. Wir müssen ja jetzt nicht gleich kritten, Bretto. Das war ja mal sehr entspannt. Und hier, das sieht so aus, als wäre hier irgendwas Besonderes, aber... Ach nee, das ist nur ein Pfeil ins nächste Gebiet. Okay. Das ist wirklich ein kleiner Dungeon. Und was ist das? Ihr kommt zum Altar der Stürme, doch erscheint nicht zu funktionieren. Ihr bemerkt, dass die Blitzsigille, die ihn mit Energie versorgt, erschöpft ist. Nehmen wir mal mit. Dann müssen wir das Ding wohl auffüllen. Sonst kommen wir nirgendwo lang. Okay, dann geht's da weiter. Das heißt, wir müssen hier wohl irgendwo so eine Art Blitz-Aufladestation finden. Okay. Hübscher Keller. Was ist das denn? Der einsame Prinz. Schon als er noch klein war, sprachen viele von der finsteren Ader oder Kälte von Fürst Chaldeus. Es gab einen Zwischenfall, als Chaldeus 6 Jahre alt war. Er spielte am Springbrunnen im Garten und ertränkte dabei beinahe seinen Vetter. Sie fanden Chaldeus dabei vor, wie er auf dem Nacken des kleinen Jungen stand, dessen Kopf unter Wasser war. Seine Mutter Adriana widmete sich danach ganz ihrem Sohn, in dem Glauben, er brauchte mehr Zuneigung. Daraufhin veränderte sich Chaldeus tatsächlich. Er wurde weicher und freundlicher und kam besser mit anderen Kindern zurecht. Es sollte jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass er zwar umgänglicher war, es sich aber gezwungen und unnatürlich anfühlte. Etwas Sonderbares haftete an ihm, das für niemanden wirklich greifbar war. Kinder besuchten seine Feiern und Geburtstage nicht, weil sie es wollten, sondern um der gesellschaftlichen Vorteile willen, die für ihre Eltern damit verbunden waren. Der Ausgestoßene. Etwa um seinen 15. Geburtstag wurde Lady Adriana, sein einziger Vormund im Schlaf, ermordet. In dem anschließenden Chaos entkam Fürst Chaldeus aus seinem Schloss. Fürst Galvin usurpierte ihre Stellung und setzte ein Kopfgeld auf Chaldeus aus, der jedoch nie gefunden wurde. Aus der Umgebung wurden kleinere Diebstähle und Einbrüche gemeldet, Kleinigkeiten, die fehlten, Nahrung, Kleidung, Werkzeuge. Leute betraten ihre Hütte und hatten das unheimliche Gefühl, jemand sei dort gewesen. In den nächsten Jahren wurden die Vorfälle gewalttätiger. Vieh verschwand, deren abgeschlachtete Kadaver man im Wald fand. Kaufleute und Reisende verschwanden ebenfalls. Okay. Reiterumhang und Taifun, das sieht aber nach interessanten Sachen aus. Der Reiterumhang ist, glaube ich, was hier? Ja, um einiges besser. Und Taifun. Eile geht deutlich runter, aber alles andere... Was steht da? Die Trommel in dieser Handkanone dreht sich mit der Wildheit eines Taifuns. Das werden wir doch mal sehen. Ich bin vor allem gespannt, was wir noch so an Büchern und sowas finden. Auf jeden Fall finden wir Kisten, die im Weg stehen. Die Rückkehr des Prinzen. In der südlichen Wildnis ging es mehrere Jahre lang friedlich zu. Der Machtwechsel war zwar verdächtig, doch sorgten die neuen Herrscher dafür, dass das Land aufblühte und sich beruhigte. Eines düsteren, bewölkten Abends im Spätherbst überfiel Chaldeus sein ehemaliges Schloss. Er schaffte es durch ein offenes Fenster bis in Fürst Galvins Schlafgemächer, der dort ruhte, und richtete eine Pistole auf ihn. Und ausgerechnet, jetzt fährt hier irgend so ein Trockenrasierer vorbei oder was? Naja. Er schaffte es durch... Warte mal, genau. Fürst Galvin, der glaubte, er habe es mit einem unreifen, verängstigten Jungen mit Racheträumen zu tun, versicherte Chaldeus, er mache einen großen Fehler, und wenn er die Waffe senkte, werde alles vergessen sein, und er werde ihm ein ordentliches Stück Land und einen Adelstitel verleihen, wie es sein Geburtsrecht sei.
Kaldias glaubt ihm nicht. Das hier ist... Der Schrein scheint dem toten Fürsten Kaldias gewidmet. Eine Inschrift lautet, was kann man dem Fürsten von nichts schon anbieten? Den Schädel haben wir nicht, aber wir brauchen den Schädel augenscheinlich, um da irgendwas zu machen. Ob man den Schädel hier... Ah, nee, okay, wir müssen also den Schädel finden und hierhin zurückkommen. Ich verstehe, das ist mal sehr praktisch. Übrigens, ich habe jetzt mal eine Sache gemerkt. Ich bin ja jetzt seit einer Weile auch auf Twitter. Und alter Schwede, es gibt Dinge, die man einfach nicht tun darf auf Twitter, habe ich gemerkt. Eine Sache ist, sich bestimmte Trends angucken, was Hashtags angeht. Und es gibt manchmal solche ekelhaften Sachen auf Twitter. Einfach, es ist traurig. Jetzt nicht nur wegen irgendwelcher rechter Vollidioten, sondern auch, zum Beispiel gab es da eine Sache, da hatte halt eine so ein, so vorher, nachher Sachen nach einer Brustverkleinerung gemacht. Wo ich halt denke, okay, verstehe, wenn einige Leute das schade finden, aber was da für Kram unter dem Video halt hing, das war nur noch ekelhaft, aber richtig ekelhaft. Apropos ekelhaft, wir bekämpfen mal das hier noch in dieser Folge. Weil das waren wirklich krasse Anfeindungen, wo ich mir einfach dachte, hört mal Leute, das ist deren Sache. So von wegen, ihr Körper, sie darf das machen, wenn sie möchte. Und stattdessen war da halt so Kram, also wohlgemerkt waren alles Kerle, die sowas geschrieben haben. Wo ich mir einfach dachte, hört mal, klar, es ist in Ordnung, sowas attraktiv zu finden. Ich meine, ich kann auch durchaus den Reiz an großen Brüsten sehen. Das ist keine ungewöhnliche Sache. Aber es macht einen Unterschied, weil niemand, wirklich niemand ist verpflichtet, für irgendjemanden attraktiv zu sein. Und das scheinen einige Leute nicht so ganz zu verstehen. Was haben wir hier eigentlich gerade? Lähmendes Gift. Wenn diese Schwächung endet, wird das Opfer betäubt. Bäh. Na toll. Hauen wir trotzdem platt. Das ist halt auch so diese Sache. Klar, wenn es gesundheitliche Probleme macht, dann ist das in Ordnung zu sagen, gut, dann möchte man das nicht. Völlig legitim. Ach, Mensch, es sind Leute da, das verstehe ich halt nicht. Was andere Leute, die man nicht kennt, mit ihrem Körper machen, ist doch völlig und allein deren Sache. Aber gut, da ist das Ziel unserer Reise, zumindest erstmal. Ich denke, wir gehen noch den oberen Weg lang und schauen, was es da sonst noch zu holen gibt, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr habt Spaß, lasst gerne konstruktive Kritik oder sowas da und ein Däumchen hilft mir natürlich auch immer wieder weiter. Bis zur nächsten Folge. Cheerio.